Jetzt gibt es einmal gute Nachrichten vom Impfstoff der Firma AstraZeneca. Bei einer großen Studie in den USA wurde festgestellt, dass der Impfstoff zu 79% vor Covid-Infektionen schützt. Beim Schutz von schweren Erkrankungen mit tödlichen Verläufen ist die Rate sogar bei 100%. Also das Impfmittel schützt hier total. Das sind gute Nachrichten. Die Firma hat bekannt gegeben, dass sie nun auch in den USA um eine Notfallzulassung ansuchen wird bei der Pharmaziebehörde FDA. Diese Zulassung wird in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet. Damit gäbe es in den USA nun 4 Impfstoffe, eben den von Pfizer und BioNTech, wie auch den von Moderna, Johnson & Johnson und jetzt eben AstraZeneca. Die Nachrichten kommen natürlich nach den Schwierigkeiten in Europa mit dem Impfstoff, als es teilweise in einigen europäischen Ländern ein Impfverbot gegeben hat für wenige Tage. Jetzt allerdings wurden die Bedenken mehr oder weniger geklärt. Das Impfen geht jetzt weiter. In den USA wird gehofft, dass mit AstraZeneca das Impfprogramm weiter in die Höhe getrieben werden kann. Amerika ist sehr erfolgreich beim Impfen. Mehr als 80 Millionen Menschen haben hier bereits zumindest eine Dosis erhalten des Impfmittels.